Ja, servus, liebe Forellenangler. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind im wunderschönen Dänemark und zwar am Ox River. Das ist in der Nähe von Ringkøbing. Wird betrieben vom Mikkel und Henrik. Der Mikkel ist der Sohn. Der Henrik hat schon vor vielen Jahren betrieben, hat es dann den Sohn abgegeben. Die beiden machen das natürlich noch zusammen. Es ist eine sehr schöne Anlage. Ihr habt hier Privatseen, die ihr mieten könnt mit Häusern, wo ihr Wochen verbringen könnt mit Privatbesatz. Und natürlich eine sehr schöne Anlage, wie ihr im Hintergrund seht. Wir sind gerade am Bachlauf. Waren heute Morgen an Teich 1. Seht ihr jetzt danach im Video, da hat es geregnet, jetzt hat es aufgeklärt. Und ja, jetzt wollen wir auch nicht mehr lange erzählen, ein bisschen was im Video berichten war und jetzt ans Wasser und ein paar Forellen zappeln. Ciao! Weg. Einen Biss. Und dann, Philipp, nimm mal die andere Route auch. Oder geh du mal hin, hol die mal raus. Ja. Ah. Schade. Hol sie raus. Ja, Servus jetzt auch noch mal hinter der Kamera. Ihr habt es gerade gesehen, zwei Bisse parallel. Deswegen habe ich die Freunde meines Cousins auch gefragt, ob sie mich mal kurz unterstützen können. Der Wobbler ist leider nicht hängen geblieben. Hier auf der Standroute ist sie hängen geblieben. Ich fische bei meinen Ultraleitsachen Jetzt kommt eigentlich sie. nur widerhakenlos, ausschließlich. Und bei der Standroute jedoch nicht. Da habe ich Widerhaken drin, ganz kleine. 12er Haken fische ich hier. Meistens auch 14er. Und ja, ganz klassisch mit dem Libra-Lure diesmal. Oder wie immer. Seitdem es die auftreibenden Köder gibt. Gibt es jetzt auch von ganz vielen anderen Firmen, habe ich gesehen. Könnt ihr euch mal durchklicken, aber Libra-Lure liefert. Bei mir zumindest. Kannst du oben ein bisschen fester stellen. Und ja, hier sind ja schon die Forelle. Merci. Das ist ein dickes Tier. Und jetzt geht es auch schon weiter. Ja? Erster Wurf. Bliffo, erster Wurf. Ihr seht schon an den Schlägen richtig dicke, schöne Lachsforellen hier. Alle Forellen, die wir heute fangen konnten, haben zwischen 2 bis 3 Kilo gehabt. Optimale Größe, perfektes Filet. Deswegen fahre ich oder wir sehr gerne nach Dänemark. Klar ist es auch mal schön, ein größeres Tier zu fangen, aber das sind für mich die schönsten Fische. Und wieder mit dem Wobbler. Auch gleich eine schöne. Alter, gibt's doch gar nicht. Doch, das gibt's. Was hat der Wobbler für eine Farbe? So ein kleiner orange-schwarz. Ist mein Lieblingswobbler, mit denen fische ich sehr gerne, aber hier haben heute auch ganz viele andere Wobbler gefangen oder Spoons. Aber das ist einer meiner Lieblingsköder. Schon wieder Kontakt gehabt. Ganz vorne nur. Ja, never change the winning team, sage ich nur. Was eben schon so gut geklappt hat, hat beim zweiten Mal auch wieder funktioniert. Hier sind wirklich heute ganz viele Angler ohne Fisch nach Hause gefahren. Also ihr müsst immer testen. Auch ich habe hier alles Mögliche durchgetestet und auch nicht lange gewartet jedes Mal, sondern bis ich dann irgendwann das richtige Modell, die richtige Grammatur raus hatte, und dann lief das. Also das darf man nicht vergessen.
Immer testen, testen und nicht stur mal in einer Sache bleiben. Ja, mach mal ein Foto. Ganz wichtig immer beim Forellenangeln. Ja. Und dann gibt es auch Tage, die mal nicht funktionieren. Also eine kleine. Ja. War ja keine Fangbegrenzung hier, ne? War ja keine Fangbegrenzung hier, ne? Machst du nochmal hier einen von? Ja. Hast du einen? Die ist noch ein bisschen größer. Yes. So, gehen wir aber noch mal ein bisschen auf den Ox River drauf ein. Der Ox River, ja, musste ja wegen ihr entschließen. So Mitte des Jahres, das ging dann auch ein paar Monate. Hat jetzt wieder auf. Ist auch wieder ein guter Grundbestand drin. Also der Mickel und der Hendrik, die knallen hier ordentlich Lachsforellen rein jeden Tag. Lohnt sich auf jeden Fall jetzt hinzufahren. Das Wasser ist sehr klar geworden. Es gibt auch unzählige Videos schon vom Ox River, deswegen haben wir jetzt auch nicht alles aufgezählt. Wir sind an Teich 1 heute, gibt es natürlich noch einen Bachlauf und noch mehrere andere große Teiche, wo ihr euch aufhalten könnt. Da gibt es aber unzählige Forellenangler, die da schon Videos von gemacht haben und auf YouTube und hochgeladen haben. Das haben wir heute mal nicht mit reingenommen. Darüber hinaus sind hier heute auch Hütten entstanden an Teich 1. Also auch wenn es jetzt regnet, könnt ihr euch hier schön unterstellen. Habt ihr auch gesehen, wo meine Angelsachen gerade drin sind. Das ist eine von den neuen Hütten. Ja. Und auch hier wieder. Natural Color. Schöner Drill, ihr habt es gehört. Natural Color. Ja, ich habe Naturfarben gewählt, gewechselt, weil die knalligen Farben nicht mehr gingen. Ist meistens bei klarem Wasser auch ein ganz gutes Tipp. Sollte man mal bedenken. Gucken, die Umgebung, was ist so im Wasser? Wie sehen die Tierchen aus, die da so rumschwimmen? Und dann mal auf die Farben dann gehen. Das geht dann gerade, wenn es mal nicht so gut läuft, auch immer ganz gut. Ja, und wie gesagt, der Mickel und der Hendrik, die haben das hier, glaube ich, auch wieder ganz gut nötig. Durch die Ausfälle, gerade in der Hauptjahreszeit, wo ganz viele Urlauber auch hier hochfahren, mussten die natürlich schließen. Das war nicht so schön. Aber ich glaube, hier läuft das wieder ganz gut an. Und ihr könnt hier auch einen Privatsee mieten mit Haus. Also wo ihr selber euren Besatz bestimmen könnt nach Kiloanzahl und so weiter, da nehmt einfach Kontakt auf mit dem Hendrik oder dem Mickel. Ja, also hier wird wirklich alles geboten und ja, jetzt viel Spaß weiter mit dem Drill. Glaube ich gerade gesehen, ganz vergessen. Die GoPro ist uns ausgegangen, der Akku ist leer, konnten natürlich nicht während des Drills so schnell wechseln, mussten dann das Handy zur Hand nehmen. Wollten euch das nicht vorenthalten, weil das schon eine schöne große Lachsforelle war, die hier eingestiegen ist. Deswegen wackelt das ein bisschen, das ist schwierig zu filmen und zu drillen. Ja. Ja. Deswegen das Handy nur für euch nochmal zur Info. Und was wir vergessen haben, es gibt hier noch einen neuen Teich mit einem kleinen Haus, was neu ist, was demnächst jetzt öffnet. Der Benny ist auch zeitnah wieder in Dänemark. Der wird darüber vielleicht eine Kleinigkeit berichten, wenn er hier ist und euch ein entsprechendes Menü dafür vorbereiten.
Naturfarben. Nimm mal Naturfarben. Ist ja nicht so klein. Die macht ein bisschen mehr Theater. Stehen da unten im Loch, 10 Stück. Eine gute Größe. Ich habe einen von denen da drin, kannst du dir rausnehmen. Und wenn ihr noch mehr Informationen über den Ox River braucht oder prinzipiell für Angelseen in Dänemark, das gilt jetzt mal für die, die nicht so oft hier hochfahren, dann schaut doch mal bei Malte auf der Angelseen-Infoseite rein. Da gibt es jedes Jahr neue Flyer, die er druckt über jede Region in Dänemark. Er hat so gut wie jeden Forellensee drauf. Ja, also ja. Es wird ständig abgedatet oder auf seinen Social-Media-Seiten rein. Dort werdet ihr definitiv fündig und findet über fast jeden See in Dänemark detaillierte Informationen. Und ja, ich glaube, da wird auch jedem, der gerade neu hier ist, ganz gut geholfen sein. So, ich verabschiede mich jetzt mit der Nachvertonung von diesem Video. Genießt den letzten Grill. Der Benny ist auch bald wieder in Dänemark. Dieses Jahr werden noch ein paar Videos kommen. Auch wieder ein paar Produktvorstellungen werden kommen. Da ist es alles ein bisschen rar geworden bei uns. Das liegt auch damit zusammen, dass wir natürlich alle Familie haben, Kinder haben und das Ganze hier nur zum Hobby betreiben. Und das soll auch so bleiben. Demzufolge kommt manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Momentan ist es ein bisschen ruhiger gewesen. Wird aber noch einiges kommen dieses Jahr. Viele haben mich auch gefragt, was ist mit dem Markus? Der Markus brauchte auch eine Auszeit. Der ist auch zu Hause am Renovieren und wird nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mit am Start sein. Also den gibt es noch, der braucht aber auch mal ein bisschen Zeit. Wie gesagt, das ist hier eine reine Hobbygeschichte, die wir hier betreiben. Und so soll es auch bleiben, vom Angler, für den Angler. Und scheut euch nicht, uns mal anzusprechen am Wasser, wenn ihr uns seht. Wir stehen euch mit Sicherheit mit Tipps und Tipps zur Seite. Und auch wir lernen immer wieder jeden Tag neu dazu. In diesem Sinne, tight lines, bleibt gesund und wir sehen uns demnächst. Bis bald. Ciao. Ja. Ja, Fazit vom Ox River, Teich 1, ein Tag super und danach war es halt schwierig, aber prinzipiell ist hier überall genügend Fisch drin. Ich habe jetzt leider die Kamera gerade auf mich gerichtet, könnt ihr es nicht so sehen, ich gehe jetzt noch so ein bisschen gerade hier am Bach lang. Schaut auf jeden Fall mal hier am Ox River vorbei, wir haben richtig gut gefangen, es ist ein richtig guter Besatz, Hendrik und Mikkel können es gut gebrauchen, gerade nach den IRN-Ausfällen, also schaut hier mal vorbei und ansonsten sehen wir uns bald wieder im Wasser. Bis dann. Ciao.